Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Da De Bruyne einfach keine Tore schießt und so einen schlechten Abschluss hat, in Anführungsstrichen, habe ich jetzt überlegt, dass ich Ihnen einen anderen Champions League Style gebe, der mehr den Schuss boostet. Und zwar will ich ihm Deadeye geben. Das boostet halt Schuss und Pass. Dribbling ist mir bei dem eigentlich nicht so wichtig. Ich denke, das reicht aus. Mal gucken, ob wir den haben. Ja, den haben wir. Weil das macht nur Schuss und Pass, weil das Ding ist, mit Maestro kommt sein Positions- und sein Abschlusswert nicht auf 90. Also hat er, glaube ich, glaube 88 Abschluss, 85 Positionsspiel. Also gar nicht mal so überragend. Vielleicht liegt es daran. Und mit Deadeye kommt er halt auf mindestens 90, sogar noch mehr, glaube ich. Es boostet halt nur Schuss und Pass. Dribbling ist mir nicht so wichtig. Hauptsache, er hat halt einen guten Pass und einen guten Schuss. Und so bekommt er halt richtig guten Schuss. Und ja, ich bin gespannt, ob Deadeye irgendwas daran ändert, dass er die Abschlüsse halt ein bisschen kacke macht. Oder zumindest die Tore nicht gemacht hat. Schauen wir mal. Bin ein bisschen enttäuscht gewesen, aber vielleicht überrascht er mich ja jetzt positiv. So, wer ist hier? Also, Coleman, einer der besten Außenverteidiger, die es bisher spielen durfte. Deswegen eigentlich sogar der Beste. Ich weiß nicht, Alaba vielleicht noch ein Tick besser ist, weil er halt auch schneller ist, aber ansonsten, von denen, die ich momentan spiele, könnte sogar der Beste sein. Aber es ist momentan echt ein knappes Rennen, weil in vom Hector, in vom Piszczek, selbst der normale Azpilicueta ist gut, deswegen, wenn, dann ist es nur knapp. Nee, dann was anderes. Er das andere genommen, hätte ich ihn gespielt. So, dann schauen wir mal, ob das jetzt gut oder schlecht war, dass er gegen uns spielt. Boah, es war vielleicht eher schlecht. Neymar, 94er Suarez, Bale, Isco, Modric, das sind alles sehr gute Spieler, aber egal. Wir konzentrieren uns, wir spielen gut. Come on. Konzentration, gut in der Abwehr, gut im Aufbau, gut im Abschluss. Nein, wir waren ernsthaft zuletzt. Ne, Quatsch, war nicht. Aber eigentlich habe ich gedacht, wir waren zuletzt dran. Aber egal. Einfach konzentrieren, dass wir versuchen, den Einwurf hier an den Mann zu bringen. Was für ein schlechter Laufpass. Sehr gut von Bentaleb, gar nicht drauf eingelassen auf diesen schlechten Berberspin. Okay, Gegner scheint nicht schlecht zu spielen. Hier hätte ich jetzt gedacht, dass er zuletzt dran war. Schön gemacht von Sokratis. Über ihn drüber und dann gelbe Karte. Nice. Schade. Hätte noch einen Tick rennen müssen. Schön gemacht von Vidal. Oh, was? Ich habe echt gedacht, dass da Mali jetzt durch ist.
Bisher kommen wir aber echt beide gar nicht durch, habe ich das Gefühl. Schwacher Pass eigentlich. Wo kommt er an? Wo kommt er an? Schön, dass da dieses Kreuz nicht am Boden war. Gut gemacht von Hector. Nein, nicht dahin. Ach du Scheiße. Boah, zum Glück hat das nicht geklappt. Das wäre bitter gewesen. Ich weiß nicht, was ich gerade mache. Und Vidal zumindest gut den Ball erfangen. Gegner spielt leider gut, ne? Gegner spielt leider gut. Schön gemacht von Reus. Muss aufpassen, er hat echt schnelle Spieler. War komplett die Gasse frei, aber er schießt halt den eigenen Mann wieder an. Scheiße, Mann! Läuft richtig beschissen. Für den Gegner zwar auch, aber. Spielen uns einfach keine Torschance raus. Nice luck. Hör doch mal auf rumzulacken, ey. Komm, schieß einfach 100 Mal aufs Tor, bis das Scheißding drin ist. So ein Dreckslacker, ey. Egal, weiter, komm, steht nur 1-0, wir können ja immer noch das Spiel drehen. Auch wenn wir bisher eigentlich gar nichts gerissen haben, wie der Gegner auch nicht, aber vielleicht haben wir auch mal Glück. Wir dürfen dreimal aufs Tor schießen, bis er drin ist. Mal schauen. War halt schon wieder ein Foul, wird nicht gepfiffen. Egal, egal. Ich überlege gerade, ob ich es mal wechsle. Was? 7-4 zu 0? Ach die Scheiße. Okay, wir wechseln mal die Formation. Ich habe eigentlich gedacht, da ist schlechter durchgekommen, aber okay, dann lasse ich mich mal eines besseren belehren. Reus schon wieder ziemlich platt.
Hätte ich halt den Ball im Mittelfeld nicht wieder gelackt, dann hätte ich halt auch keinen Foul spielen müssen. Bin jetzt ruhig, das regt mich schon wieder auf sonst. Viel gemacht von Vidal, bleiben aber nicht im Ballbesitz. So ein scheiß Dreckslacker, Mann! Hör doch mal auf! Das gibt's doch nicht! Oh, wieder so ein scheiß Dreckscheißgewinn! Fuck you, Mann! Sollen denn immer diese verfluchten Lackerdinger? Jedes Mal aufs Neue kommt er an den Ball ran. Wieder, ey. Oh, Freunde, ihr seid so dumm, ey. So, ich versuche jetzt trotzdem noch das Spiel zu drehen. Wir haben noch Zeit, zwei Tore zu machen. Es sollte nicht dahin gehen dabei. Danke, Schiri. Er sollte auch wieder nicht dahin gehen. Ich bin jetzt ruhig, sonst drehe ich durch. Ich will jetzt noch versuchen, hier das zweite Tor zu machen. Die zwei Tore zu machen, sorry. Scheißlacker, ey. Scheißlacker. Den muss er halt beim ersten Schuss machen. Ach, falsch, Maul. Ist einfach scheißegal jetzt. Das Spiel ist durch. Ich versuche jetzt einfach, mich nicht aufzuregen, um das nächste Spiel dann noch anständig spielen zu können. Das ist halt leider ein knappes Spiel gewesen. Und er hat halt einfach durch die Lackertore logischerweise auch einfach, naja, dazu. Na, ist egal, scheißegal. Wird auf jeden Fall wieder eine richtig beschissene Weekend League rein von den vom Ergebnis her, weil es wird logischerweise ein Scheißergebnis werden. Gegner macht halt auch so viele Fehler, aber er hat halt einfach so krass viel Glück mit den zweiten Bällen, das ist halt der Wahnsinn. Hier jetzt zum Beispiel, warum habe ich da jetzt nicht das Glück gehabt und den zweiten Ball bekommen? Warum hat er denn wieder gehabt? Das meine ich halt.
Dann fangen wir mit dummen Tricks an, die er nicht kann. Dann ist der Ball wieder bei mir. Gegner gewinnt natürlich nicht unverdient, beziehungsweise es war jetzt auch nicht so, dass ich damit jetzt krasse Chancen rausgespielt habe, aber trotzdem waren es halt Lackertore, ist halt egal. Also das dritte war, glaube ich, noch am verdientesten, weil er sich halt den ersten Schuss gut rausgespielt hat, aber die ersten zwei Tore waren halt lächerlich, vor allem das von Modric war komplett lächerlich. Er hat, weiß ich nicht, glaube ich, dreimal hat er schießen müssen, jedes Mal habe ich den Ball rausgearbeitet, total bescheuert. Und dass er natürlich am Ende dann mehr Chancen gehabt hat, ist auch klar. Ich musste ja mehr aufmachen, aber egal, abgehakt, Bums aus Nikolaus, nächstes Spiel. So, jetzt bin ich mal gespannt auf De Bruyne, wie der sich gibt mit seinem neuen Chemistry-Style Deadeye. Das ärgert mich natürlich trotzdem, dass ich so chancenlos gegen den aussah. Es sah auf jeden Fall schlimmer aus, als es ist. Also ich hatte auf jeden Fall mehr Chancen, als dann am Ende dabei rauskam. So wie steht fest, aber naja, egal. Nächstes Spiel, komm jetzt! Das Spiel gewinnen, dann morgen ebenfalls das erste Spiel gewinnen und dann stehen wir mit 10 Siegen und 9 Restspielen da. Das ist besser als nichts. Da sind immer noch alle Optionen möglich. Und das ist alles, was zählt. Von daher, komm schon. Trotzdem würde ich sagen, das ist eine sehr schwache Weekend League bisher. Okay. Französische Liga nur 84er Torhüter. Merkwürdig. Dass er da nicht irgendeine Info hat. Aber ansonsten natürlich ein sehr starkes Team. 4-1-2-1, so sieht man nicht so oft. Muss jetzt nochmal konzentrieren. Tunnelt, egal, macht nichts. Sehr schön. Das ist ein Foul. Also ist krass, dass er Benteke weggedrückt bekommt. Hier habe ich halt gedacht, er deckt unten den aber. Also ja, hätte ich nicht erwartet, dass er jetzt das schafft, danach hinzukommen. Aber natürlich, was mein Fehler. Muss nicht so sein. Jetzt glaube ich nicht rein. Wie gesagt, war mein Fehler, definitiv. Darf nicht passieren. Es wird ultra schwer, bei dem durchzukommen, glaube ich. Das war jetzt gerade schon der erste Vorgeschmack. Schade. Aber schöne Flanke.
Oh, Tunnel, haben wir Glück gehabt. Das war wieder ein Ding von Charm, was er halt leider nicht macht. Er hat, glaube ich, auch keinen guten Abschluss. Das heißt, das ist nicht zu verzeihen. Hat einen einständigen Distanzschuss. Hätte ich vielleicht auch flach schießen müssen, aber in dem Moment habe ich dann nicht mehr, ja, das weiß ich nicht, eingeben können, realisiert, wie auch immer. Schade, dass wir da nicht im Ballbesitz bleiben. Schön gemacht von Endre Can. Can hat, glaube ich, ein ganz gutes Positionsspiel für einen Sechser, also 82 oder so. Aber dann der Abschluss ist, glaube ich, unter 80. Boah, ey, was für ein Winkel, Alter. Hätte ich nicht gedacht, dass der gefährlich wird. Sehr gut für ein Schmeichel. Und Can ist nicht so langsam. Und sehr körperstark. Scheiße. Aber ehrlich gesagt habe ich auch gedacht, dass der Schuss von De Bruyne mehr ins linke Eck zieht und nicht so. Und nicht so sehr. War es eine Ecke? Und nicht so sehr in die Mitte. Ja. So, Benteke, du hast beim letzten Mal nur Alu gemacht. Bitte treff jetzt wieder ein. Ich habe leider auf Schießen gedrückt. Fuck. Das macht er leider gut, weil er nicht ins Aus geht. Wieder kommen wir nicht zum Schießen. Das kann man mal eher als faul verheben. Tunnelt. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of time. Scheiße, zu sehr ans Ausgelaufen. Aber wir sind leichter bessere Spieler, aber es ist halt trotzdem wieder eher in die Richtung knappes Spiel. Das heißt, wenn wir hier aufs Maul fliegen, dann ist es halt wieder so ein typisches Spiel. Es ist aber keins, wo ich sage, wir liegen so weit vorn, dass wir so gut wie nie verlieren sollten. Es ist leider zu ausgeglichen.
Sehr gut von Smalling. Pass aber auf Benteke war halt auch schon wieder schwach. Das macht er gut. Alter, aber ich glaube, er war zuletzt dran. Na, ich gehe trotzdem ran. Boah, gut gehalten von Subasic. Komm, Benteke. Schön wie ein eigener Mann auf dem Pelz. Oh, meine Fresse. Die Ecke. So, jetzt wenn er jetzt zum Beispiel ein Eckentor macht hier, kann ja passieren. Dann sieht's halt bitter aus. Keine Power mehr. Ich werde auch direkt mal wechseln. Ich möchte das Spiel unbedingt gewinnen. Komm. Nicht schon wieder verlieren, ey. Ich will das letzte Spiel gewinnen heute. Oh, es wäre aber auch nicht verdient gewesen. Mäusel, Mäusel, zeig mir mal dein Häusel. Eieieiei. Geil, einfach nur von mir abgeprallt. Aber jetzt können wir wenigstens wechseln. Krasser Pass. Gut gemacht von Smalling. Ich habe ja gar nicht mehr einen Ball. Wie kann denn Sanchez da so schnell sein? Ich verstehe es nicht. Ribéry ist aber leider auch nicht der Schnellste, muss man natürlich auch mal sagen. Selbst mit Katalyst. Jetzt hat er leider ein bisschen Oberwasser gewonnen. Das gefällt mir gar nicht. Schönes Ding, genauso den Ball laufen lassen, schlecht mitnehmen. Lasst mich doch mal schießen. Fuck.
Oh, wie ich es mache, ist es verkehrt, ey. Natürlich, war ein Pass. Wieder Verlängerung, meine Gott, meine Gott. Okay, konzentrier dich, ist noch nichts passiert, es steht 0-0. Du kannst jetzt einfach mal ein schönes Tor schießen. Mit deinen neu eingewechselten Spielern, Müller und Ribéry, und alles ist gut. Komm. Benteke hat auch noch genügend Power. Alles wird gut, alles wird gut. Alles wird gut. Komm schon. Oh, er wechselt Coman ein. Natürlich auch schon schneller. Nee, nee! Gut gemacht für den Reed. Nicht auf den, aber passt schon, wir kriegen Abstoß. Oder was, Einwurf? Nee, Abstoß. Geiler Pass. Ich musste es probieren. Was soll ich da machen? Soll ich da schießen oder... Boah, was für ein schwacher Abschluss. Krass. Das ist, glaube ich, ausgerutscht oder so. Ich weiß es nicht. Zum Glück. Ach, das ist eklig. Das ist echt eklig. Das ist echt super eklig. Aber mehr als probieren kann ich nicht. Immerhin nochmal eine Ecke, das ist auch eine Waffe mit Benteke. Komm, du hast lange keinen mehr gemacht. Der Alu-Treffer zählt nicht, Junge. Mach jetzt einen, bitte. Und ja! Ja! Fuck, Mann! Das gibt's doch nicht! Immer wenn ich drum bettel und... Oh, also nicht immer, aber sehr oft, wenn ich drum bettel, macht er das Ding dann einfach. Und abgefälscht, und abgefälscht. Aber scheißegal, Hauptsache das Ding ist drinne. Nice! Und jetzt verteidigen, Freunde. Ja, das zählt als Eigentor, ist egal. Verteidigen. Ist ja trotzdem, geht ja trotzdem von Benteke aus, das Ding.
Oh, wir waren zuletzt dran, scheiße. Sehr gut. Fuck. Ich dachte halt, Ribéry rennt direkt durch, dann wäre es geil gewesen. Ach die Scheiße. Ach du. Oh, der Ball ist immer noch drin. Krass. Geil, nochmal Alu, aber es ist egal. War's jetzt eh. Na, wenigstens haben wir das Spiel gewonnen, ey. Na, wenigstens etwas. Oh, falls ich schaffen sollte, dann morgen das erste zu gewinnen, dann stehen wir halt bei 10 Siegen und 9 verbliebenen Spielen. Was immer noch geht. Ist nicht geil, aber es ist ausreichend. Ach. Anstrengend, anstrengend. Wahrscheinlich hätte ich auch schon ein bisschen eher Schluss gemacht, wenn ich nicht mehr so viel Spiele gehabt hätte. Das heißt, 100% Konzentration in den letzten Spielen konnte ich jetzt nicht mehr rausholen, aber ich bin zufrieden. Also es ist eine scheiß Weekend League. Vom Ergebnis her wird es kacke, denke ich, aber ich bin insgesamt zufrieden. Ich habe eigentlich keine groben Schnitzer gehabt, wo ich sage, jetzt hast du wieder mein Spiel 2 Tore verursacht. Und emotional war ich gut dabei, würde ich sagen. Ja, ich kann im Großen und Ganzen bisher zufrieden sein. Gut, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Bis zum... Da geben wir ihm mal einen kleinen Vertrag. Ich glaube nicht, dass er jetzt... Also er wird noch relativ lang bei uns bleiben, denke ich. Aber ich gebe ihm noch mal nur einen kleinen Vertrag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.